Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Ich hoffe, es sind alle da, denn es hat sich gerade keiner sich gemeldet, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Deswegen. Ach, ich laber jetzt. Trick Dück und Track sind da. Öffnen ja, das ist die schön. Tür, Milord. Ja, hallo? Jetzt muss ich meinen Dienern schon die Tür aufmachen. Das ist ja wohl. Achso, du redest mit dem. Wieso nennst du Gorby Milord? Ich glaube ja wohl, es geht los hier. Ich habe nicht Gorby Milord gesagt. Achso, gut. Ich dachte außerdem, schon. Du hast gesagt, jetzt musst du deinen Dienern die Tür öffnen und ich habe dementsprechend gesagt, öffnen Sie die Tür, Milord. Das habe ich aber erst danach gesagt, ne? Das weißt du. Ja, nein, währenddessen. Ist auch egal, wir wollen jetzt hier nicht pfennigfuchsen. Ich habe übrigens gerade vorhin in den Kommentaren gelesen, dass man jetzt in das Loch reingehen kann und man mit der Climbing Axe bis nach unten kommt und dann dort in einen See tauchen gehen kann, Komma, Dinge finden, die neu sind. Also das mit dem Reingehen habe ich nicht gewusst. Was mit dem See... Machen wir es? Ja, können wir machen. Vorher sollten wir aber alle mal kurz eben speichern, weil wir sind jetzt fertig mit unserer Befestigung gerade mal. Gegenvorschlag. Ich weiß nicht, wie weit wir vom Loch weg sind, aber vielleicht sollten wir die Nacht eben überschlafen. Ja, relativ. Dann sollten wir vielleicht auf jeden Fall die... Aber dann brauchen wir die Kletteraxt, oder nicht? Habe ich. Ja, kannst du die mal versuchen hier zu scheren? Nö. Ja, dann brauche ich ja nicht mit. du brauchst nicht mit, du musst mit. Ja, aber ich kann doch dann nicht mit runter. Ja, du kannst ja runterspringen und wir halt leben nicht dann. Yeah. Und dann okay, das wäre richtig true. Raffi hat gerade geschrieben, ja. Man kommt dann nicht mehr vor eine Tür. Boah, ist blöd, ne? Ist das quasi ein One-Way-Ticket oder was? Ja, kann man nicht rausschwimmen irgendwie. Also wenn man mit der Climbing Axe runterkommt, dann kommt man doch auch da wieder hoch. I got two tickets for paradise. Und kannst du sie wieder nehmen? Nö. Was euch fehlt, ist ein kleines Lichtlein. So, danke schön. Und die Modern Axe vielleicht noch? Vielleicht ist die auch noch buggy. So, ich hab mal kurz gespeichert. Habt ihr auch gespeichert? Ah, ich komm nicht runter. Jupp. Mach's nochmal. Was? Übrigens, schlafen kann ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Warum auch immer. Und was nu? Tu mal die Modern Axe rein. Der will sich echt schon wieder alles hier ergaunern. Das ist unglaublich. Ha, zack, plump ist sie weg. Nein, ist sie nicht. Doch, jetzt ist sie weg. Nö. Ja, vielleicht haben sie es mittlerweile auch gefixt, ihr Helden. Ja, sag, ich soll es probieren. Die Katana sehe ich aber auch. Hast du jetzt noch eine dritte hergebracht, oder wie? Nee, das ist meine, die ich da reingepackt habe. Ich benutze die sowieso nicht. Von da habe ich mir gedacht, kann ich die auch da hinpacken. Ah, deswegen. Ja, gut, dann... Ja, und was nu? Ja, wisst ihr, wo die zu finden ist, die Kletteraxt? Dann könnte man jetzt dahin, oder? Eigentlich ja. Glaube ich halt. War die nicht auch in der Höhle irgendwo? Ja, und zwar ganz in der Nähe sogar. Das ist aber nicht gut. Inwiefern? Ich habe halt keine Rüstung mehr. Aber warte mal, sind die Knöchelchen fertig? Ein paar. Ja, aber wenn du in der Höhle reingehst, ist ja wurscht, weil sobald du drin gehst, reingehst und dann wieder rausgehst, dann sind die meisten despawned. Hä? Was ist despawned? Die Monster außen. Aber nicht die Monster drinnen. Ach so. Ich werde angerufen. Okay. Von wem werde ich angerufen? Na, ich probier's mal einfach. Ja. Oh. Au! Jesus!
Jesus, au! Wo bist denn du? Ein Feuerfurzel hat mich angezündet. Alter. Dä? Du bist doch hier. Bin hier oben, aber der hat einen Molotow geworfen, der Wichser. So, der brennt. Wer zündest du den Scheiß Molly? Oh Gott. Irgendwie treffen meine Mollys nicht. Ein Versicherungsvertreter. Nein, so ungefähr. Ich hatte jetzt keinen Bock, die Aufnahme zu pausieren dafür. Ja, macht nichts, ich brenne auf. Feuer und Flamme für dich, mein Schatz. So, ja, was ist denn da draußen los? Ja, Haufen Gegner. Jo, ich esse erstmal was, ja? Ja, sicher. Ja, okay. Alles klar, finde ich gut. Oh Gott. Das größte Geheimnis ist gelüftet, die Einwohner beschützen das Loch. Ja, so ein schönes, heiliges Loch hätte ich auch ganz gerne. Alter. Du hast keine Schokolde mehr. Keine Ahnung, warum du keine Schokolde mehr hast. Ich weiß aber auch gar nicht, was Schokolde ist. Ich glaube, ihr macht gerade Röstparty da draußen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Mehr oder weniger. Soll ich mal die Tür aufmachen oder Patrick? Ich weiß ja nicht. Soll ich helfen kommen? Ich komm mal helfen. Die Tür ist sowieso schon ziemlich im Arsch. Oh, hi! Na, du kleiner Fratz. Ja, komm mal her. Ich hab was für dich. Das ist spitz und scharf. Macht Rums, wenn es auf den Schädel kracht. Oh, guck mal. Taschenlämpchen ist auch noch da. Bleibst du hier? Komm her. Zack. Hat mich gerade ernsthaft einer angerufen, hat mich dabei gestört, Menschen zu töten. Welche Unverfrorenheit. Was blinken hier drüben eigentlich? Okay, man kriegt jetzt wirklich... Durchs Blocken Schaden. Aua. Ja, den hast du gut ausgesperrt, Patrick. Hast du super gemacht. Warum? Taktischer Angriff. Stimmt, er wollte gerade wieder abhauen, ne? Ging aber nicht, weil die Tür war zu. Frust kommt auf, denn die Tür ist zu. Alter! Gobi! Du alter Affenarsch! Er ist tot. Ja, schön. Ich gleich auch, wenn du nochmal so einen Scheiß machst. Haben wir die Tür... Ist schon offen, okay. Mann, ey. Kann dem Typen irgendjemand mal das Feuerzeug abnehmen vielleicht? Ist ja echt ätzend mit dem. Steht die ganze Zeit da oben wie Karl Arsch oben auf seiner Plattform drauf und beschmeißt seine Mitspieler mit Flambieren-Dingsbums. Ah, mit flambieren Dingsbumse. Ja, ja. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum die Schläge durch jede Waffe jetzt gehen. Weil Latenz hinterm Baum. Weil Baum 0 FPS, weißt du? Was hat Baum mit Axt zu tun? Keine Ahnung. Was hat die Mutti hier vom Tor zu suchen? Ist auch so eine schlaue Frage. Wollten wir nicht eigentlich geschlafen haben? War da nicht was? Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ich habe Gobi mal draußen vom Tor angebunden. Ja, lol. Wollt die Leichen reinbringen, dann halt nicht. Oh, ja, viel Spaß in der Arbeit, Ruffy. Jo, viel Spaß auch, ne? Oh, Entschuldigung. Wo war der jetzt? Alter, das ist aber ein schöner Scheiter, auf dem wir sie gerade haben, ey. Hier hat's auch gar nicht viele Knochen oder so. Was? Was? Kommst du her? Hab sie! Schön.
Und was hat sie dabei? Ach, super, ein Energy Drink. Den brauche ich gerade. Ich glaube, ich sind ein paar Knochen wieder. Ich stell's auch gerade fest. Sollte mal wieder Richtung großen Dorf gehen und ein paar Cloth holen. Entweder das oder nicht. Wieso liegt diese Leiche hier nicht drin? Die hat Gorbi bestimmt hier platziert. Der schielt ja so ein bisschen. Ich kann die nicht aufheben. Ach so, oh, die, was, die was brennen kann man auch nicht aufheben. Ist das Tor eigentlich zu? Nö. Nur so blöd gefragt am Rande. Nicht, dass wir uns wieder wundern, wo die ganzen Eingeborenen herkommen, die. Hier, schaut mal. Hier ist noch eine Leiche. Aufnehmen kann. Okay, welcher Honk hat jetzt das Tor zugemacht? Rate doch mal, wer davor steht. Auf Anweisung von Lord, ja. Hier, kann die jemand aufheben? Ja, währenddessen ich draußen bin. Nee, den kann ich nicht aufheben. Ich komme gleich mal rum, Sekunde. Welchen? Okay, den da? Wieder gegen? Freunde. Nee, kann ich auch nicht aufheben. Der zuckt noch. Jetzt. Hab ihn. Ah, okay, du musst nicht. Das Geile an den Typen ist, ich hau ihm die Zähne raus. Das spawnen die ganze Zähne. Tja. Warum auch nicht, ne? Also wie viel Fleisch liegt denn hier rum? Das erträume ich ihn auch. 1, 2, 3 und da haben wir nochmal ein Set fertig. Jetzt habe ich 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann haben wir noch einmal ein Set. So, komplette Rüstung auf Lager und jetzt nur noch komplette Knochen auf Lager. Dann habe ich alles, was ich brauche, zum glücklich sein. Außer vielleicht ein kleines blaues Matchbox-Auto. Das wäre auch schön. So, ich mache nochmal auf. Alles klar. Einmal kurz Stoßlüften hier, ne? Riecht ganz schön im Bau. Entschuldigung. Wie war das noch? Boah, riecht das heute Morgen muffig im Burghof. Machen wir erstmal die Zugbrücke runter zum Stoßlüften. Okay, was war das für ein Geräusch? Ah! Nicht gut! Oh, was liegt denn da Schönes? Ein Knüppel! Ne, den bringe ich jetzt nicht. Möchtest du mal meinen Schaltknopf anfassen? Nö. Oh, warum denn nicht? Darum. Lirum Larum Löffelstiel. Ach, hör mal, die Oystern, die spoilen übrigens jetzt auch, ne? Wie ist was? Die Austern, die spoilen auch. Oh, okay. Ist witzig, es steht noch drunter Can be eaten. Na, dann esse ich die mal. Tatsächlich kein. Alles gut. Was? Oh, vergammelte, boah, stell dir mal vor, so richtig ekelhaft, vergammelte, schimmelige, boah, ich meine, die Dinger sind ja so schon ekelhaft, aber... Ich weiß, wie Austern schmecken, aber das toppt alles. Ich meine, vielleicht schmecken sie dann gut, wenn sie vergammelt sind. Vielleicht sind es dann die französisch gereiften Reifaustern. Ja, ich lasse meine Austern auch immer zwischen meinen Zähnen reifen. Ey, wir können schlafen. Können wir schlafen, bitte? Können wir das Thema skippen? Alles klar, bis morgen, gute Nacht. Tschüss.